Eigenlob stinkt. Dieses Motto können wir getrost dem Phrasenschwein zum Fraß vorwerfen. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Wenn wir uns öfter mal selbst loben, meistern wir Herausforderungen im Beruf und im Leben viel souveräner, sagen Verhaltenspsychologen. Entora, die Chefredakteurin der Joy, wollte herausfinden, was hinter dieser These steckt. Hallo, Frau Thora. Hallo. Es gibt ja das allgemein bekannte Sprichwort Eigenlob stinkt. Wie sehen Sie das? Das ist total falsch. Das müsste eigentlich heißen, Eigenlob duftet ganz wunderbar, denn tatsächlich tut es uns richtig gut, stärkt das Selbstbewusstsein und wenn man es auch richtig anstellt, hat das ganz, ganz tolle Effekte fürs Glück, für die Seele. Wichtig ist allerdings, dass man nur sich selber ein Kompliment macht und darauf achtet, sich dabei nicht zu vergleichen mit anderen. Also nicht sagt, ich bin die Tollste von allen, ich bin die Schönste von allen, sondern wirklich sagt, ich bin super, so wie ich bin toll. Das ist alles besser. Nicht diesen Konkurrenzdruck gleich mitschicken, sondern einfach nur sagen, hey, du bist großartig. Und dann merkt man auch, dass das richtig was tut für einen. Und wie sieht's in der Praxis aus? Soll ich meine Mitmenschen ständig fragen, was sie denn dann von mir halten? Bloß keine anderen Fragen. Das ist auch irgendwie im Konzept vom Eigenlob gar nicht vorgesehen. Hm. Das hat wieder sowas Vergleichendes. Es muss aus einem selber rauskommen und das, so blöd es klingt, funktioniert nur, wenn man es sich auch tatsächlich selber sagt. Tatsächlich hilft es dem Gehirn, wenn es das auch richtig hört. Also es ist natürlich, man will ja nicht negativ auffallen, wenn man jetzt ständig in der Öffentlichkeit, in Konferenzen sagt, Mensch, bin ich super. Das kommt natürlich komisch rüber. Es ist hilfreich, sagen wir mal, sich morgens vorm Spiegel zu stellen oder abends im Badezimmer zu Hause einfach zu sagen, hey, weißt du was, das hast du heute richtig gut gemacht. Und dann kriegt man einen richtig tollen Boost für Selbstbewusstsein. Stellt sich jetzt die Frage, gibt es denn in Sachen Selbstbewusstsein einen Unterschied zwischen Frauen und Männern? Leider gibt es da tatsächlich Unterschiede. Also man muss sagen, wir Frauen sind da tatsächlich ein bisschen bescheidener als die Männer. Wenn wir haben ein bisschen immer so das Problem, dass wir nicht arrogant und eingebildet wirken wollen. Und da haben wir an der Stelle wirklich ein bisschen falsche Bescheidenheit. Und wir verbringen einfach doch noch viel zu viel Zeit damit zu jammern und uns wirklich mit unseren Schwächen, den Fehlschlägen und den doofen Sachen irgendwie auseinanderzusetzen, als dann wirklich mal den kleinen Moment, wo was super war, echt mal richtig zu feiern. Das machen Männer besser. Entora, vielen Dank für das Gespräch und wir werden das jetzt gleich mal üben mit unserem Selbstbewusstsein hier. Bitteschön.